Jede Woche die besten Angebote im Sale. Checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab. Spart zusätzlich noch 3% mit dem Rabattcode FIFABROT. Moin moin Leute, was geht? Fabi für euch wieder am Start. Wir schauen uns heute die Aufgabe von Kevin Volland an, werfen einen Blick auf die Karte und schauen, mit welchem Team ihr zocken könnt, damit ihr die Aufgabe schnellstmöglich löst. Falls ihr das Ganze feiert, lasst gerne Support auf dem Video da. Ihr findet weitere Tipps, Tricks rund um FIFA, Player Review, Squad Battle, Glitch, dies, das in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und falls du noch kein Abonnent vom Kanal bist und dir das Ganze so ein bisschen zusagt, lasst gerne ein kostenloses Abo auf Ehrenbruderbasis da. Was mega interessant ist am guten Kevin Volland, eigentlich Stürmer, jetzt Innenverteidiger, ganz easy, 1,80 groß, ist, finde ich, nicht zu klein für den Innenverteidiger, hat auch 80 Sprungkraft, geht auf jeden Fall fit. Die Karte an sich sieht ordentlich aus, 82 Pace, gut beweglich, gutes Defense mit 84 und 87 Physis ist auch ordentlich. Für mich bringt auch Volland alles mit, was ein ordentlicher Sechser am Start haben muss, bis auf seinen Schusswert, aber ein guter Abräumer muss auch nur zerstören. Rein theoretisch bei dieser Karte auch die Option für alle unter euch, die wo Marquinhos abgeschlossen habt, dass ihr die zwei einfach in-game switcht. Wir haben für den Kollegen 11 Tage Zeit, müssen 5 Aufgaben machen, alle 5 Aufgaben wieder in dem Live-Food-Freundschaftsspiel-Modus. Ich werde euch jetzt nicht die einzelnen Aufgaben vorlesen. Wir werfen jetzt gleich direkt einen Blick aufs Team, wie ihr am besten bauen könnt, um die Aufgaben alle gut lösen zu können. Hier gilt auch wieder die Voraussetzung: Team Maximalstärke 77. Bronzespieler genau 0, Silber maximal 3. Das Team sieht an sich ordentlich aus. Wir haben 3 Deutsche drin für die eine Aufgabe mit den Toren, mit den deutschen Spielern. Für die Aufgabe mit Vorbereitung durch Verteidiger kann ich euch als Tipp geben. Deshalb habe ich auch Lala auf die Bank gepackt, weil Lala einen recht stabilen Passwert hat, gutes Pace. Der wird dann einfach gleich zu Beginn eingewechselt ins ZM. Einfach aus dem Grund, weil man als ZM leichter Tore vorbereitet als aus der Innenverteidigung oder Rechts-Links-Verteidiger. Deshalb habt ihr einen Verteidiger dann im Mittelfeld, wo ihr die Aufgabe mit den Vorbereitungen durch Verteidiger besser lösen könnt. An sich, die Bank ist komplett random. Wir haben 3 Silberspieler mit einem 65er Rating, 3 Goldspieler mit einem 75er Rating und Lala für, wie gesagt, für die Aufgabe. Gehen wir noch kurz die Spieler durch. Natürlich sind es nur Beispielspieler, Leute. Ihr könnt auch andere Spieler verwenden, wenn ihr auf das Rating kommt. Ich habe danach geschaut, dass es auf jeden Fall Spieler sind, die wo nicht irgendwie totaler Schrott sind, sondern einigermaßen spielbar sind. Und ich finde, das sind sie definitiv. An sich gibt es zum Team nicht mehr viel zu sagen. Die Aufgaben an sich erklären sich auch von alleine. Da ist dieses Jahr EA mega kreativ. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Falls ja, gerne eine positive Bewertung da lassen. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Ciao.